Hallo meine Freunde der Sonne zu diesem neuen Live. Und heute werden wir über Emotionen sprechen. Ein super, super spannendes Thema. Und als ich das neulich in der Story schon mal geteilt habe, war die Nachfrage groß, ein bisschen mehr zu verstehen, was der EQ eigentlich ist. Hallo! So, schön, dass ihr da seid. Wir können heute nicht so lange quatschen. Ich habe gleich noch einen Termin. Deswegen versuche ich mich mal kurz zu fassen. Das fällt mir immer ein bisschen schwer mit all meinen Geschichtenerzählertoren. Also, der EQ der Chinkies, wo findest du denn erstmal? Du findest den in deiner Human Design Chart oder in deinem hologenetischen Chinkies Profil. Und in deiner Human Design Chart ist das, lass mich kurz überlegen, es ist der bewusste Mars. Genau, der bewusste Mars, da könnt ihr gleich mal reingucken, welches Tor ihr habt, welchen Genschlüssel und in welcher Linie der steht. Ich hatte die Woche schon, machen wir so eine kleine Serie und ich hatte gestern über den mentalen Schutzmechanismus gesprochen, über unsere mentale Intelligenz so ein bisschen. Und die entwickelt sich im Alter zwischen 15 und 21. Und jetzt gehen wir nochmal einen Schritt zurück und schauen in die Zeit zwischen 7 oder 8 und 14, denn genau das ist der Zeitpunkt, wo wir uns unser emotionales Gewahrsein entwickeln, wenn man das so nennen möchte, wo es um Emotionen geht. Und ich weiß nicht, wie ihr so aufgewachsen seid, aber bei mir war es auf jeden Fall so, dass Emotionen, ich will nicht sagen, nicht okay waren, aber dass man darüber nicht so viel gesprochen hat. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich sehr dramatisch bin. Erklärt jetzt einiges mit einem undefinierten Emotionscenter in einem emotionalen Haushalt. Ne? War ich natürlich emotional, ich habe das amplifiziert. Aber tatsächlich ist es in dieser Phase der Kindheit schwer, so sein Selbstwertgefühl zu finden, irgendwie mit seinen eigenen Emotionen umzugehen. Wir beginnen dann die Pubertät, wir fühlen uns vielleicht unwohl mit uns selbst und auf einmal fangen all diese chemischen Prozesse in unseren Körpern statt. Und wir fühlen uns schlecht oder wir fühlen uns gut und es gibt nicht so einen richtigen Grund. Und das finden wir alles in diesen emotionalen Quotienten. Jetzt will ich gucken, wie ich weitermache. Also, ich finde, der mentale Schutzmechanismus ist sehr einfach zu verstehen. Na, Christina hatte in ihrem Post mal diese 6 Linien runtergebrochen des mentalen Schutzmechanismus und da gab es 4 Rückmeldungen. Ah ja, klar, verstehe ich, kenne ich von mir. Ich habe ja zum Beispiel den versteckten oder kontemplativen Verstand. Das leuchtet uns sehr ein, weil wir sehr gewohnt sind, mit unserem Ashna, mit unserem Verstand zu denken. Und das ist so was sehr Natürliches. Als sie dann einen Post gemacht hat zu den emotionalen Schutzmechanismen, kam erst so die Rückmeldung, sehe das nicht so, ich verstehe das nicht so ganz. Und das ist ganz natürlich, weil, darüber habe ich gestern schon gesprochen, wir erstmal Emotionen haben. Ja, wir haben auch einen emotionalen Schutzmechanismus, aber erstmal sind diese Emotionen da. Und was der mentale Schutzmechanismus macht, ist, der drückt das runter, dass wir das gar nicht fühlen können. Das heißt, wenn du sehr gut deinen mentalen Schutzmechanismus kennst, wenn du sehr gut diese mentale Ausprägung kennst, aber so gar keinen Bezug hast zu deinen Emotionen, zu deinem emotionalen Schutzmechanismus, auch zu dem Geschenk dahinter, dann kann es sein, dass einfach der Deckel drauf ist. Ja? Und dann geht es darum, das Mentale wieder aufzumachen, damit die Emotionen hochkommen können und die einfach verarbeitet werden können. Und das ist so ein bisschen tricky. Ich glaube, es macht manchmal so ein bisschen Angst, wirklich all diese Emotionen hochzulassen. Und ich hatte da letztes Jahr so eine ganz, ganz, ganz intensive Phase, wo ich dachte, es sind alle Emotionen meiner Kindheit in mir gespeichert, meiner Pubertät. All dieses Gefühl von, ich weiß nicht so richtig, ich bin vielleicht nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert. All die Erfahrungen aus der Schule waren in meinem Körper festgesteckt. Und als das hochkam, war ich erstmal ein bisschen überfordert und ein bisschen überrascht, weil wir haben ja dann irgendwie, es gibt ja einen Grund, warum wir die weggedrückt haben, weil es sich nicht sicher anfühlt, das zu fühlen, weil wir gerne Schmerzen entkommen. Gerade wenn wir
vielleicht eine schlechte Note haben in der Schule, ja, und wir nicht bestraft werden wollen oder denken, ja, wir sind nicht gut genug. Oder wenn wir unseren ersten Liebeskummer haben, ja, wir wollen das ja nicht fühlen, wir möchten nie wieder so einen Schmerz fühlen. Und deswegen haben wir da eben so einen emotionalen Schutzmechanismus und den mentalen noch obendrauf und der drückt das so ein bisschen runter. Ich finde tatsächlich, dass man diese zwei Mechanismen ganz wunderbar miteinander kombinieren kann. Und das ist auch genau das, was wir in der Venusreise machen werden, in einem 1:1 mit mir, dass wir uns genau diese Kombination anschauen, wie es genau für dich funktioniert. Das ist tatsächlich immer so das, was ich so ein bisschen doof finde in so Programmen. Ich werde euch gleich von meinem Schutzmechanismus erzählen und auch von meiner Kombi. Und das ist schön, von meinen Erfahrungen zu berichten und da kann man viel rausziehen. Aber ich bleibe immer dann hinterher damit zurück, dieses, ja, ich verstehe das, wie das bei dir ist, aber was bedeutet das jetzt für mich? Was bedeutet das für meine Genschüsse, für meine Linien? Die sind ja anders. Und deswegen nehmen wir uns da Zeit, das genau für dich runterzubrechen. So, ich mache das Ganze jetzt einfach mal an einem Beispiel, damit du verstehst, wie dieser emotionale Schutzmechanismus wirken kann. Mein EQ steht im 8. Genschlüssel. Das ist im Schatten die Mittelmäßigkeit. In der Gabe ist es der Stil. Und ich habe das Ganze in der 4. Linie. Das heißt, mein emotionaler Schutzmechanismus ist Geizigkeit. Und die höhere Ausprägung ist Freundlichkeit. Eine 4. Linie sind immer so freundlich. Okay, was passiert jetzt? Und das ist so, da kann man wirklich zurückgehen in seine Schulzeit. Ich meine, zwischen 8 und 14 kommt man in die Schule. Und da kann ich das ganz genau ablesen, wie ich mich da verhalten habe. Na, ich meine, mein Schatten ist Mittelmäßigkeit. Sobald ich irgendwie emotional getriggert werde, passt dann auch gut zu meinem mentalen Schutzmechanismus des Versteckens, verstecke ich mich in die Mittelmäßigkeit. Ich versuche so zu sein wie alle anderen. Na, passt ja sowas von Schulzeit. Man möchte ja nicht seinen eigenen Stil haben. Man möchte irgendwie dazugehören. Das heißt, für mich fühlt sich das so an, dass ich immer einen Schritt zurückgehe und erstmal versuche, nicht die Beste zu sein, nicht irgendwie anders zu sein, keine innovative Idee zu haben, gar nicht zu zeigen, dass ich mich vielleicht anders fühle, dass mir bestimmte Dinge vielleicht gefallen und nicht. Wenn ich so merke, aber allen anderen gefällt das, dann versuche ich da mitzumachen. Na, und das merke ich auch als Erwachsene immer wieder, auch hier bei Social Media, dass immer, wenn ich so ein bisschen unsicher werde oder ich merke, okay, ja, es hat eigentlich viel mit so Selbstwert zu tun, dieser EQ auch. Wenn ich so merke, weiß ich nicht, bin ich gut genug, dann schalte ich immer einen Gang zurück und falle quasi in diese Mittelmäßigkeit. Und meine eigentliche Ausprägung wäre, meinen eigenen Stil zu haben. Ja, und das braucht Mut, das ist ein individuelles Tor, ein individueller Genschlüssel, da rauszugehen und zu sagen, hey, hier ist mein eigener Stil, ja, es ist mir egal, was ihr sagt, macht es mir nach oder nicht. darauf zu vertrauen, dass die richtigen Leute da sind. Und das war in der Pubertät, also ist mir nicht gelungen. Ich habe schon gemerkt, ich hatte so meinen eigenen Stil, aber ganz oft, wenn ich unsicher war, wenn ich getriggert wurde, selbst wenn ich abgefragt wurde in der Schule, und vielleicht erinnerst du dich an das Gefühl, mir geht das manchmal immer noch in Lies oder in Online-Workshops so, dass ich manchmal das Gefühl habe, oh, jetzt werde ich abgefragt. Und sofort denke ich, naja, jetzt irgendwie versuche ich mich anzupassen, um mittelmäßig zu werden. Und das Spannende ist ja jetzt mit der 4. Linie, ist das diese Geizigkeit. Das heißt, wann immer ich getriggert werde, emotional, und ich dann traurig werde oder wütend auch oder einfach irgendwas, eine alte Wunde gedrückt wird, dann geiz ich mit meiner Freundlichkeit. Das heißt, Menschen können das sehr schnell merken, dann sind meine Antworten sehr einsilbig. Du kannst es in meiner Stimme sehr gut hören, und das ist dann nicht mehr, ah ja, hallo, schön dich zu sehen. Das ist so, ja, okay, können wir machen. Geizigkeit hat eigentlich damit zu tun, dass man nicht mit sich im Reinen ist. Na, man kann irgendwie nicht so viel geben, weil im Inneren so viele Emotionen da sind. Ich irgendwie denke, ich bin zu anders, zu viel vielleicht auch. Und dann nimmt man sich zurück. Und vielleicht wird man auch gemein. Ganz großes Muster bei dieser 4. Linie ist, naja, bevor du mich verletzen kannst, schiebe ich dich zurück.
Also es, ganz oft habe ich das auch früher in meinen Beziehungen provoziert, dass der andere mich vielleicht verlässt. Haben die meistens nicht gemacht, aber es war so immer wieder erzählt, wie doof ich bin und dass ich das nicht kann und in deren Wunden reingedrückt, sodass, ja, es hat was mit Gemeinheit zu tun, sodass man eigentlich, das ist ein Schutz, ne, sodass ich eigentlich aus Angst, dass mir jemand zu nahe kommt und wirklich, ja, mein offenes Herz vielleicht verletzen könnte, ich lieber den anderen weggedrückt habe mit dieser Eiseskälte vielleicht auch. Auch das kann Geizigkeit heißen, ne? Oder auch manchmal Eisprinzessin genannt tatsächlich. Und das ist einfach so ein Schutz, der runterfällt. Das ist nicht, weil ich gemein sein möchte. Das passiert unbewusst. Na, mittlerweile habe ich das sehr bewusst, weil ich mich schon lange damit beschäftige. Aber es ist so ein unbewusstes Runterfahren und manchmal, oder jetzt mittlerweile merke ich manchmal, wie subtil das ist. Wie subtil ich manchmal Dinge sage, damit andere Leute weggehen. Obwohl ich eigentlich das gar nicht möchte, ne? Weil tief im Inneren haben wir alle den Wunsch, gesehen zu werden. Aber oft einfach auch die Angst, dann verletzt zu werden. Also darum geht es so ein bisschen im EQ. Und man kann das wundervoll sehen, wie die beiden zusammenwirken, der IQ und der EQ. Das passiert, wann immer ich verletzt werde, wann immer es mir so ein Stück weit Leute zu nahe kommen und ich Angst habe, einfach nur verletzt zu werden. Meistens passiert ja nichts, weil ich denke, ich bin zu viel, ich bin zu anders. Viele von uns haben auch Angst vor Erfolg. Bei all den Sachen, diesen Sachen, wo wir uns bedroht fühlen, ein Stück weit unbewusst. Weil wir als Kind irgendwas erlebt haben. Und das kann sowas Profanes sein wie von 8 bis 14, ich hatte eine schlechte Note. Ja, sowas kann das sein. Dann fährt es einfach runter. Das heißt, erstmal verstecke ich mich mit meinem Verstand, also mein mentaler, ich drehe es andersrum. Was als erstes passiert, ist natürlich, irgendwas steigt hoch. Ich fühle mich zurückgewiesen vielleicht, vielleicht schäme ich mich auch, dass mir was Dummes passiert ist. Ich merke das immer, wie das Gefühl so von unten hochkommt. Und dann geiz ich erstmal mit Worten. Manchmal schieße ich auch zurück. Ne? Es gibt ja auch dieses Zurückschießen, auf die Wunden der anderen drücken, damit das eigene Unwohlsein, das eigene fehlende Selbstwertgefühl nicht so wahrgenommen wird. Und dann versuche ich natürlich mittelmäßig zu sein, sodass ich nicht auffalle, damit nicht noch jemand merkt, dass ich gerade irgendwie mich schäme oder es mir nicht gut geht. Und dann kommt der mentale Schutzmechanismus von oben noch drauf, drückt die Emotion wieder runter. Ich verstecke mich und frage immer, warum und wie ist das passiert und wie kann das sein und drehe mich dann noch im Kreis. Also meine zwei Schutzmechanismen gehen sehr nach innen. Und das fühlt sich wirklich an wie so eine Wand. Ich sitze dann wie in so einem Glashaus tatsächlich und in mir tobt ein Sturm, aber ich versuche das gut zu überspielen und bin dann ja so ein bisschen geizig mit meiner Freundlichkeit. Und tatsächlich passieren oder leben wir oft diese Schattenseiten des EQs oder EQs oft bei wirklich den Menschen aus, die wir am meisten lieben. Ja, finde das so spannend. Das kann man alleine an meiner Sonne sehen, dass alle Leute oder fremde Leute mir oft spiegeln, was ich für ein Sonnenschein bin und wie viel Lebensfreude in mir steckt. Und Leute, die wirklich nah dran sind, kennen diese Unzufriedenheit im Schatten und spiegeln mir das auch, ne? Die kriegen alles ab, so ungefähr. Und das ist so schade, dass wir die Leute, die wir am meisten lieben, so behandeln. Denn da haben wir irgendwie das Gefühl, dass wir das zeigen können, ne? Dass es vielleicht auch ein Teil von uns ist. Aber tatsächlich agieren wir nur aus so einem verletzten Anteil. Und alles basiert auf diesem bescheuerten Glaubenssatz, dass wir denken, wir sind nicht liebenswert und wir sind nicht gut genug. Denn tatsächlich ist dieser EQ dafür da, dass wir uns daran erinnern, wie es ist, Kind zu sein, Spaß zu haben. So, jetzt kommt eine Frage. Ja, aber EQ reagiert auf IQ, oder nicht? Wie ist das bei mir? Bei mir ist das relativ gleichzeitig. Also ich kann nicht sagen, was zuerst da ist. Ich glaube tatsächlich, das Gefühl ist bei mir erst da. Und dann versucht der Verstand, das runterzudrücken. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Bei mir fühlt sich das gleichzeitig an, also eher so ein Wirrwarr. Und ich glaube, das Gefühl ist eher da, dieses, oh Gott,
als erstes verliere ich die Freundlichkeit. Und dann kommt erst, dass ich mich verstecke tatsächlich. Ja, so ist es bei mir. Wie es bei dir ist, musst du mal beobachten. Oder vielleicht magst du schreiben, wenn du das schon weißt. Ja, tatsächlich ist dieser EQ dafür da, dass wir Spaß haben, uns an die besten Zeiten unseres Kindseins erinnern. Denn der emotionale Quotient ist wirklich sowas wie emotionale Intelligenz, Empathie, das Leben wirklich zu fühlen. Und hier haben wir einen ganz großen Hebel, auch die Welt wieder zu verändern. Denn wenn wir den IQ dem Ashna vielleicht zuordnen, würden wir jetzt den EQ natürlich dem Solarplexus, den Emotionen zuordnen. Und genau das Solarplexus ist gerade in der Mutation. Hier passiert gerade ganz viel. Wir wollen ja wegkommen von dem Denken, von dem rationalen Entscheiden, von dem Missbrauchen oder Überbrauchen des Verstandes hin zum Fühlen, Gespür zu kriegen, Erfahrungen zu machen. Und wenn wir hier wirklich eine reinere Energie kriegen, ne, und nicht alle irgendwie unbewusst gegenseitig reagieren, wenn was passiert, sondern besonnen agieren können, dann verändert sich ganz, ganz, ganz viel. Und im EQ liegt eine unglaubliche Weisheit, eine unglaubliche Schönheit. Und bei mir in der vierten Linie ist das halt eben die Freundlichkeit. Und freundlich kannst du nur sein, wenn du mit dir im Reinen bist. Ja, wenn ein Gefühl da ist und es okay ist, dass es da ist und man das nicht mehr verstecken muss, sondern ja, einfach aus vollem Herzen geben kann. Und da gibt es eben für jede Linie einen eigenen Begriff, ein eigenes Keyword, wo man wirklich mal reingehen kann und reinspüren kann, okay, was ist eigentlich meine Natur? Ne? Wie könnte ich eigentlich in diesen emotionalen Situationen reagieren? Genau. Also das ist so ein bisschen der EQ. Und das Spannende ist, dass in der ganzen Venus-Sequenz nur der IQ und der EQ wirklich bewusst sind. Und manchmal ist es der EQ trotzdem nicht bewusst, weil der IQ, das Mentale, so stark das wegdrückt. Ja, dass wir auch gar nicht im Körper sind, dass wir das gar nicht mehr fühlen, weil Gefühle nie in Ordnung waren. Dass man wirklich, wenn man daran schon arbeitet, sich ganz viel verschiebt, ganz viel verschieben kann und diese unbewussten, schönen Potenziale freilegen kann. Das ist wirklich in diesen 3-7-Jahres-Zyklen der Kindheit, kann man wirklich so Schritt für Schritt zurückgehen und es öffnet sich immer mehr. Na, ich weiß nicht, wer von euch irgendwie gerne mal so ein bisschen festen Nacken hat, hier in der Brust vielleicht ein bisschen fest ist. Das sind ganz oft Emotionen, die da seit Jahren drinstecken. Also die emotionale Last, die wir vielleicht in unseren Familien getragen haben. Ja? Wo wir als Kinder uns verantwortlich gefühlt haben für das emotionale Wohlergehen unserer Eltern, unserer Familie, für den Zusammenhalt. Ja, das kann man alles mal nach und nach wieder rauslassen. So, hast du eine Frage zum EQ? Dann kannst du mir die gerne noch stellen. Es ist überhaupt nicht schlimm, ist auch nicht verwunderlich, wenn du da noch nicht so den guten Zugang hast, wenn du noch nicht verstehst, was deine Linie bedeutet, wenn du das noch nicht siehst, weil genau das ist ja der Sinn und Zweck dieser Schutzmechanismen. Die sind unbewusst. Das ist quasi schon so ein Schloss ist schon zu, ganz, ganz, ganz tief in uns, sodass es gar nicht in unser Bewusstsein dringt. Und deswegen machen wir das nach und nach ganz sanft auf, um einfach wieder unser volles Potenzial leben zu können. Und bei mir ist das schon so, je mehr ich diese Themen bearbeite, desto mehr kann ich meinen eigenen Stil leben und desto mehr Selbstbewusstsein kann ich haben und desto mehr kann ich rausgehen in die Welt, desto mehr habe ich das Leben, das ich einfach haben möchte. Wenn ich die ganze Zeit irgendwie mich verstecke und dann auch noch als 4-6er-Profil, wo man irgendwie ja angehalten ist, Möglichkeiten aus dem Netzwerk zu bekommen und dann die ganze Zeit so geizt, weil man emotional verletzt ist, ist es natürlich suboptimal. Genau, gut, keine Fragen mehr. Dann war das eine kleine Einführung in den EQ. Und morgen sprechen wir über den SQ, den spirituellen Quotient. Und wenn du das Gefühl hast, oh ja, es ist ganz schön emotional, ich habe das Gefühl, dass das viel, was hochkommen würde, wenn ich das mal rauslasse und du das nicht alleine machen möchtest,
dann bist du sehr herzlich eingeladen in unsere Venusreise. Und dann wünsche ich dir einen wundervollen Tag und bis hoffentlich bald, vielleicht morgen schon. Bis dann, mach's gut.